Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Apex Legends Store Update. Doch bevor ich jetzt gleich mit dem Store Update anfange, es gibt eine richtig geile Information, die eventuell bald ins Spiel finden soll, beziehungsweise ein Item. Was das genau sein soll, nach dem Intro. Where's my money, bitch? Ich habe eine richtig geile Information für euch. Ich habe im Internet gelesen, es gibt mal wieder einen Leak, der veröffentlicht wurde. Und zwar soll es wohl bald ein Item im Spiel geben. Bald oder in ferner Zukunft, wie auch immer. Und zwar ein transportables oder ein portables Respawn-Item. Was heißt das im Genauen? Es gibt ja quer über die Map verteilt mehrere Punkte, wo man einen Teamkameraden wiederbeleben kann, beziehungsweise respawnen kann, wenn er tot ist. Und es soll wohl bald wahrscheinlich ein Item geben, was man auf der Map irgendwo findet in einer Supply Box oder sowas. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das in so einer Loot Drop Box ist, drin ist, wo auch eine Mastiff oder so zu finden ist. Das ist auf jeden Fall ein Item, das kann man sich in den Rucksack packen. Und wenn ein Teamkamerad tot ist, soll man den wohl an Ort und Stelle wiederbeleben können, beziehungsweise respawnen können. Zumindest sagt das der Leak, irgendwo im Quellcode wurde das gefunden. Ich bin mal gespannt, ob das stimmt, wann das kommt und wie das Ganze dann funktioniert, ob man das an allen Stellen auf der Map machen kann. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob das eine geile Sache ist, wenn man irgendwo auf der Map seine Kameraden wiederholen kann. Ich finde es, so wie es bis jetzt ist, eigentlich gar nicht so schlecht. Könnte sich taktisch aber nochmal ganz anders gestalten, das Spiel, wenn es ein portables Respawn-System oder Item geben sollte. Ich bin echt mal gespannt, ob das tatsächlich kommt. Und jetzt kommen wir zum Store-Update und da sind wieder richtig geile Sachen dabei. So, jetzt legen wir direkt mit dem Store-Update los. Wir fangen direkt wieder mit den vorgestellten an. 3 Tage, 18 Stunden habt ihr für folgende Waffe, die P2020, Zeit, euch das Zepter des Todes zu kaufen. Und es ist immer noch die 33% Aktion, beziehungsweise 33% Rabatt. Also ihr bezahlt statt 1800, 1200 Apex-Coins. Keine schlechte Sache, aber trotzdem immer noch viel Geld. Muss jeder für sich selber wissen, ob er das bereit ist auszugeben. Ich finde einer der schönsten P2020 Skins überhaupt. Ich setze mal das Headset ab. Ich finde das sehr, sehr geil. Das hat ja so ein bisschen was Pharaonenmäßiges hier so aus dem Ägyptischen an dem Griff. Die Verzierungen an der Waffe sehen ultra, ultra geil aus. Und jetzt mit dem neuen Aufsatz seit Season 2 wird die P2020 auch wieder deutlich häufiger gespielt. Deswegen finde ich, lohnt es sich umso mehr, diesen Skin sich zuzulegen für alle, die gerne jetzt mittlerweile die P2020 spielen. Und im Allgemeinen, ich finde, also der Skin sieht wirklich, ist einer der schönsten Skins im ganzen Spiel, finde ich überhaupt. Ich weiß, das sage ich immer mal, wenn ich so ein Store-Update-Video mache, aber der Skin ist wirklich mega, mega geil. Und kommen wir gleich mal zu diesem Skin für die RE45, habt ihr noch 4 Tage Zeit. Der heißt Der Jäger, den finde ich auch absolut ultra geil. Guckt euch diesen, das sieht aus wie so ein Steinbock, der quasi... Ja, die Waffe frisst, könnte man fast sagen. Die Verzierungen sind auch mega, mega geil. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist die Front. Die Front sieht ein bisschen komisch aus hier. Dieses Gitter, das sieht aus wie so ein Waffeleisen. Sieht ein bisschen doof aus. Aber man sieht ja die Waffe nicht von vorn. Aber sonst im Allgemeinen, auch das Visier scheint etwas anders zu sein. Das hatte ich auch schon mal gesagt, dass es bestimmte Waffenskins gibt, die das Visier der Waffe beim Aimen etwas verändern, zum Positiven oder zum Negativen. Ich habe den Skin selber so noch nie gespielt. Schreibt gerne mal auch in die Kommentare, ob ihr den Skin habt und wie sich das verhält, wenn man hier mit dem Visier spielt. Also das würde mich echt mal interessieren. Auf jeden Fall finde ich den Skin auch sehr, sehr nice. Aber hier finde ich, gibt es auch schönere. Kommen wir zum nächsten Vorgestellten für die EV8. Den Skin finde ich auch ultra geil. Edle Wahrheit nennt er sich. Kostet 1800. Der fällt nicht in diese 33% Rabattaktion. Also den finde ich mega, mega geil. Ich habe einen legendären Skin, den finde ich eigentlich ganz cool. Aber der haut richtig rein. Die Farben, das sieht so ein bisschen aus wie Elfenbein, könnte man fast denken. Und dann so ein bisschen... Türkis angehaucht. Ja, was soll man groß so sagen? Die Optik sagt alles. Ich finde diesen Skin eigentlich auch sehr, sehr geil. Muss man einfach mal sagen.
Dann gibt es die Exklusivvariante. Wie jedes Mal im Store Update Video ist es so, dass beziehungsweise auch in dem Store gibt es von diesen mittleren immer eine Exklusivvariante. Das ist dieselbe wie die, bloß in einer anderen Farbe. Und auch hier erzähle ich immer wieder gerne, möchtet ihr diesen Skin haben, Primetime nennt sich der, müsst ihr vorher diesen besitzen. Und hier unten ist das Ganze genauso. Und wie immer ist es auch so, dass meistens die Exklusivvariante ein bisschen geiler aussieht. Naja, okay, ich finde hier die Standardvariante fast ein bisschen besser. Hier wurden die Farben einfach nur getauscht. Lila-Grün finde ich auch eine mega, mega geile Kombi. Auch hier könnt ihr euch wieder mal in den Kommentaren auslassen, wie ihr die Tarnung so findet oder ob ihr eine der Tarnungen habt oder bereit seid, in die Tasche dafür zu greifen. Also ich finde allgemein in den Skins hat Respawn echt Geschmack bewiesen. Die meisten Skins finde ich echt ultra, ultra geil. Hier kommen wir zur R99, eine sehr geile Waffe, mit der ich aber nicht so gut klarkomme. Outlands Lawine nennt die sich. Finde ich also von der Optik her, ich habe sie schon mal so in der Hand gehabt, sieht das ultra geil aus hier mit diesem Rohr. Ich habe die Waffe als R99 erstmal so nicht erkannt. Sieht aber sehr unscheinbar aus, der Skin, finde ich so. Erst die Exklusivvariante macht, finde ich, den Skin erst so richtig interessant. Ich gucke mal kurz mir hier das Visier an, das sieht auch noch relativ normal aus. Aber die, wie gesagt, die Exklusivvariante ist hier auch wieder bei weitem geiler, wie ich zumindest finde. Was kostet es eigentlich? Hier 10.500, legendärer Token, ich vergesse immer wieder den Namen, und hier 6.500. Warum allerdings bei der R99 das mehr kostet als bei der Eva? Wahrscheinlich, weil die R99 ein bisschen beliebter ist. Ups, jetzt bin ich ein bisschen zu weit rausgegangen, sorry. Gucken wir uns die Waffe nochmal an. Also ich finde den Skin ultra, ultra geil. Ich spiele halt, wie gesagt, die Waffe nicht ganz so gerne, aber das tut ja nichts zur Sache. Lasst euch gerne in den Kommentaren aus, wie ihr die Skins findet, ob ihr einen der Skins habt. Das war's schon wieder von dem Store-Update-Video. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag und für alle, die wie immer meine Videos relativ zeitnah sehen, so gegen 11.30 Uhr, 12 Uhr gibt es den nächsten Livestream mit Deki und Schweini zusammen. Hoffentlich schaut ihr da auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.